Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen Lernen Plan Leben, der Podcast von und mit Holger Nendwig. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Der Titel lautet Achtung Abrissbirne. Wie stabil ist dein Finanzhaus? Ja, in Zeiten von Inflation, Krieg, gestiegenen Energiekosten, gestiegene Zinskosten und so weiter und immer negativen Nachrichten, die wir aus den Medien Tag ein, tag aus so mitbekommen. Da kommt bei dem einen oder anderen schon die Frage auf, hör mal, wie stabil sind eigentlich meine Finanzen? Wie ist meine Ist-Situation? Wie sieht es bei mir in drei, fünf, zehn, 15 Jahren aus? Wie sieht sogar meine Ruhe, mein Altersruhestand aus? Ist das, was ich momentan eingestielt habe, noch im grünen Licht oder treten Probleme auf? ganz, ganz wichtige Frage. Aber was hat das mit einer Abrissbirne zu tun? Tja, eine Abrissbirne kennt ihr vielleicht, das ist ein Bagger und der hat an einer lang, langen, langen hatte eine Stahlkugel, das ist eine Abrissbirne und haut die gegen ein Haus. Und du kannst dir das bildlich so vorstellen, auf dieser Abrissbirne, da steht jetzt drauf, Inflation, Krieg, Energiekosten, gestiegene Zinsen und so weiter. Meine Finanzen und die haust du gegen dein Finanzhaus. Dein Finanzhaus ist dein Unternehmen, deine Praxis, deine Kanzlei, dein Arbeitsplatz, deine Familie, deine finanzielle Situation heute in den nächsten Jahren, deine einzelnen Assets, die du hast, von Aktien über Investmentfonds über Gold, Silber, also über über äh, Metalle, Rohstoffe, was weiß ich, was du alles in deinem Finanzhaus an Assets, an Positionen aufgebaut hast. Also ein Finanzhaus ist im Prinzip das Symbol deiner Finanzen, deiner gesamten Situation. Und wenn da die Abrissbirne vorgehauen wird mit diesen Fragestellungen, ist doch die Frage, hey, wie sicher ist das Ganze? Und das solltest du mal tun. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern sorry, heute solltest du was tun, weil... Du, äh, Inflation ist schon seit vielen, vielen Monaten äh, ein Thema für uns. Gestiegene Kosten, du merkst es beim Einkaufen, Energiepreise gehen hoch, der Krieg tobt schon über ein Jahr. Die Zinsen im Baufinanzierungsbereich oder auch wenn du jetzt äh, Mediziner bist äh, in dem Bereich, was Unternehmenskredite angeht, die sind richtig gestiegen. Das heißt locker... Hast du da äh, 2,5 bis 3,5 mehr Zinskosten zu bezahlen? Mehr Zinskosten. Auf eine Million hast du mal kurz 30.000 Euro mehr Zinskosten zu begleichen. Tja, das ist ein Unterschied. Na? Und das ist natürlich alles wichtig, weil wenn du beispielsweise dir deine Finanzen anschaust, ist ja die Frage, wie wirken diese aktuellen Faktoren und äh, Deine Finanzen guckst du dir an, du hast, weißt du, noch viel Fremdfinanzierung laufen. Du hast gerade dein Familienhaus vor ein paar Jahren neu hingestellt, hast das mit der Bank finanziert. Du hast 10 Jahre Zinsen vielleicht eingekauft oder 15 Jahre Zinsen ganz clever haben, zu guten Zeiten, wenn das richtig auch gerechnet hat, gar 20 Jahre oder 30 Jahre die Zinsen. Die Zinserhöhungen, die Zinserhöhungen ausgeschlossen, indem sie sich an langfristige Zinskonditionierung eingekauft haben, richtig schönes Konzept gemacht haben. Ist aber leider nicht bei jedem der Fall. Die Frage ist, was ist denn, wenn in den drei Jahren dein Darlehen prolongiert werden muss, das heißt verlängert werden muss, das heißt die Fest- die fest vereinbarten Zinsen müssen dann neu verhandelt werden. Dann kommst du auf einmal in einen Zinsmarkt rein, wo mehr Zinsen zu bezahlen sind. Und wenn du auf einmal monatlich einen Tausender netto oder gar mehr zu bezahlen hast, ist doch die Frage, hey, um Gottes Willen, haut mich das um? Kann ich mir das leisten? Oder auch kann ich das jetzt verhindern, indem ich jetzt schon gucke in der Ist-Analyse, was kann ich machen, wenn in den drei Jahren meine Darlehen prolongiert werden müssen? Dann das zweite ist, auch sehr, sehr oft äh, sehe ich, dass Banken hingehen oder Anlageberater hingehen und sagen: Ach, dein Darlehen, was du gemacht hast, äh, damit das steuerlich optimaler ist, Vermietung, Verpachtungsimmobilien, wo du die Zinsen steuerlich Geld machen kannst, oder gar für Firmenkredite, wo die Zinsen. Auch steuerlich Geld machen kannst. Geh doch hin, zahl die Tilgung nicht an die Bank, sondern spare die Tilgung doch an durch Investmentfonds oder ganz clever durch die deutsche Lebensversicherung. Es gibt immer noch Banken, die das verkaufen. Dass ich gerade im Medizinerbereich unglaublich, da gibt es noch eine Standesbank, die ganz gerne auf diese Mittel zurückgreift und verkauft deine Lebensversicherung als Auslandsinstrument. Ob das gut oder schlecht ist, das will ich jetzt nicht diskutieren. Wichtig ist nur, wenn du es gemacht hast, musst du wissen, heute. Bist du noch im grünen Bereich drin? Das heißt, mit den Dingen, mit denen die kalkuliert haben, zum Teil erschrecken, die kalkulieren mit Renditen von 6% pro Jahr. <laughs> Guck doch mal, ob du 6% in den letzten Jahren erzielt hast. Da merkst du sehr, sehr, sehr schnell, es wird zum Ende der Laufzeit eine Deckungslücke geben. Das heißt, da fehlt, da kommt es nicht auf die, als Beispiel, du brauchst eine Million, nach 20 oder 30 Jahren, es kommen nur 800.000 raus. Da fehlen ja 200.000. Das musst du doch jetzt wissen. Das kannst du doch nicht erst im Prinzip dir anschauen, ein Jahr vor Ablauf und merkst auch immer, oh shit, da fehlt 10, 15, 20 Prozent meiner Darlehenssumme, ist nicht vorhanden. Und eigentlich war das ja anders geplant. Das heißt, vorausschauen, Prophylaxe betreiben, das ist hier das Stichwort. Genauso mit deiner Altersvorsorge, wirst du eine Altersvorsorge aufgebaut. Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke etc., Betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge, die du gemacht hast, stimmen da die Werte noch? Kommst du auf die angegebene Rendite und Ablaufleistung oder Kapitalansammlungen, die vorher prognostiziert war? Wenn nicht, musst du heute etwas tun. Also auch, Dein Ruhestand ist das alles noch im grünen Bereich. Ja, das sind alles so ein bisschen Denkanstöße. Das Ganze dient dazu, dich einfach wach zu rütteln. Denn ich merke in meiner Umgebung schon, dass Leute doch schon ein bisschen gelähmt sind, äh, abwartend sind. Ah, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Und dann im Prinzip die ganze Kacke, die da am dampfen ist, alles so unleidlich und sonst was in Richtung: Hey, hör auf zu heulen, hör auf zu heulen, bringt dich nicht weiter. Pack deine Finanzen an, pack die an. Mit deinen vorhandenen Beratern, wenn die es nicht können, komm gerne auf mich zu. Ich kann das, das ist mein Tagesgeschäft. Ich hoffe, ich habe dich da wachgerüttelt. Du musst jetzt was tun. Es ist drei Sekunden vor zwölf. Denn sich verändernde Umstände draußen führen immer dazu, dass auch dein Finanzhaus davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Und du musst das jetzt wissen. Du hast nicht den Luxus abzuwarten und Tee trinken und gucken, ob dein Finanzhaus irgendwann noch in drei, fünf, zehn oder so weiter Jahren stabil ist. Also, ich hoffe, der Weckruf ist angekommen. In dem Sinne, bitte teilen, liken das Ganze und schön bewerten. Gib den Podcast unbedingt auch an deine Freunde und Bekannten weiter. Aber ich sage dir eins, wenn du den weitergibst und dann fragen dich, hey, hast du denn was gemacht? Du sagst, nee, ich habe nichts gemacht. Du, dann lass es lieber, gib nicht weiter, weil du sollst mit gutem Beispiel vorangehen, wenn du etwas weitergibst. Sonst ist das für dich nicht gerade gut, wenn du etwas weitergibst. Hey, das solltest du machen. Und wenn du das selbst nicht gemacht hast, dann lass es lieber sein. Das ist nochmal so ein kleiner Winken im Zaunfall. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger. Thank you.